Die Weltklimakonferenz ist in vollem Gange. In den Verhandlungen sitzen Regierungsvertreterinnen und Vertreter, um eine Lösung zu finden, die Klimakrise einzudämmen. Ihnen zur Seite stehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Fragen zu verschiedenen Fachthemen beantworten. Viele von Ihnen sind Autorinnen und Autoren des Weltklimarats, der oder die an den Berichten des Weltklimarates, also an den IPCC-Berichten, mitgeschrieben haben. Einer von Ihnen ist Hans-Otto Pörtner. Er ist Co-Autor der Arbeitsgruppe 2, die sich mit den Themen Folgen des Klimawandels, Anpassung und Verwundbarkeit beschäftigt hat. Hallo, Herr Pörtner, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Frau Martini. Herr Pörtner, Sie sind gerade mitten in einem der Räume für Journalisten und Wissenschaftler auf der Konferenz. Deswegen ist es ein bisschen laut wahrscheinlich bei Ihnen im Hintergrund. Sagen Sie, wie nehmen Sie im Moment die Stimmung auf der Konferenz wahr? Ich würde sagen, die Stimmung ist abwartend. Sie ist mit Blick auf den Erfolg der Konferenz sicherlich skeptisch. Es gibt verschiedene Strömungen, die in den Diskussionen eine Rolle spielen. Diese Strömungen sind an sich nicht neu. Es gibt Entwicklungsländer, die besonders hohe Verwundbarkeit haben, die natürlich auch auf Aktion dringen. Und diese Konferenz steht ja unter dem Thema Implementierung. Man will die Implementierungslücke im Bereich Anpassung und Minderung des Klimawandels schließen. Wenn Sie Erfolg sagen, was meinen Sie damit? Erfolg wäre natürlich für uns alle, und wir Wissenschaftler sind ja letztendlich auch Bürger von unseren Ländern und Bürger dieser Erde. Erfolg muss bedeuten, dass wir die Klimaziele halten und dass wir die Klimapfade, die von der Wissenschaft vorgegeben sind, auch wirklich treffgenau einhalten. Das ist eine existenzielle Herausforderung für die Menschheit. Da gibt es eigentlich keine Alternativen. Und jeder, der glaubt, durch das Festhalten an alten Wirtschaftsmodellen Alternativen zu haben, der vertut sich. Der wird letztendlich ja im Endeffekt mit allen anderen zusammen auch Wohlstand und Lebensfähigkeit verlieren. Sie sagen, dass die Klimaziele sozusagen noch eingehalten werden müssten, um all das zu schaffen. Aber gibt es denn wirklich das Verständnis auf dieser Konferenz von zum Beispiel Ländern wie Asien, von China zum Beispiel, vielleicht auch von den USA, zu sagen, und ja, wir helfen, wir machen das wirklich mit und erreichen diese Klimaziele? Gibt es dieses Einverständnis? Das kann ich nicht beurteilen, weil dies sind, denke ich, interne Strategien, die Länder auch nicht so einfach auf den Tisch legen. Es wird sicherlich versucht, landesspezifisch politische Ziele auch noch einzubringen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich würde so unter den Wissenschaftlern die Stimmung charakterisieren als eine Paarung von Hoffnung und Skepsis. Und das geht über das gesamte Spektrum. Und ich glaube, auch viele Regierungsdelegationen teilen dieses Gefühl. Wir haben ja einen Kontrollmechanismus im Pariser Abkommen, die globale Bestandsaufnahme, die alle 5 Jahre erfolgt. Und da läuft jetzt gerade die zweite Veranstaltung dazu. Da sind viele Fragen dran, wie wird es genau gemacht, welche Inhalte gibt es, das muss sich sortieren. Also da ist noch vieles im Werden. Die Hoffnung aufgeben darf man auf keinen Fall, denn ohne Bemühungen um Klimaschutz wird es in der Zukunft nicht weitergehen, das ist ganz klar. Was genau heißt das, es wird nicht weitergehen? Was müssen wir denn erreichen, um irgendwie das Ruder noch mal rumzureißen oder um eben dieses 1,5-Grad-Ziel wirklich zu erreichen? Nun, erstmal müssen die Emissionswege eingehalten werden. Das heißt, die CO2-, Methan-, Stickoxid-Emissionen müssen runter. Und dafür müssen die Systeme, die beteiligt sind an diesen Emissionen, in eine Transformation gehen. Und die Gesellschaft muss letztendlich mit Blick auf die Lebensweise, auf den Konsum, in eine Transformation gehen, wo in der vollen Breite alle mitgenommen werden. Das hört sich jetzt natürlich ziemlich unrealistisch an, aber das muss das Ziel der nächsten Jahrzehnte sein. Wir müssen auf diesem Weg dorthin bis 2030 einen gehörigen Schritt gemacht haben, um eben dieses Ziel einzuhalten. Wir haben ja in der Arbeitsgruppe 2 eine Risikobewertung gemacht über viele Systeme und Sektoren hinweg. Und die Botschaft ist eigentlich sehr eindeutig, dass
wir bei 1,5 Grad Erwärmung noch in der Lage sind, die Risikoniveaus auf für viele Bereiche auf moderat zu halten. Nicht für alle. Wir werden Schäden haben. Wir werden auch Gesundheitsschäden haben. Es wird nicht eine bessere Welt sein, in die wir mit dem Klimawandel gehen. Aber wir haben dann auch alle Optionen oder viele Optionen noch zur Verfügung, uns anzupassen und in der Minderung des Klimawandels neue Wirtschaftsmodelle auszuprobieren. Nur wir müssen ganzheitlich vorgehen. Wir brauchen eine gesellschaftliche Mobilisierung, die es in sich hat. Wir haben so lange gewartet, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben, irgendwo Kompromisse in die falsche Richtung zu machen. Die aktuelle Krise zeigt uns ja wieder, dass es passieren kann, dass man Kompromisse in die falsche Richtung machen muss, wenn man in eine Notsituation kommt. Und das müssen wir für die Zukunft absolut vermeiden, indem wir planerisch von der Mobilisierung her und in der Umsetzung uns wirklich überzeugt auf den Weg begeben. Sie haben gesagt, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, dann wird die Welt keine bessere oder keine schönere sein. Aber wir werden es noch schaffen. Aber es wird trotzdem heftige Überschwemmungen geben. Es wird Gebiete geben, die dann einfach weg sein werden. Es wird Gebiete geben, die dann trocken sind, zu trocken, um Landwirtschaft zu schaffen. Es wird auch auf unsere Gesundheit eine Auswirkung haben, weil wir vielleicht mit der Hitze nicht mehr klarkommen. Sind das nicht Botschaften genug? Und ich meine, Sie sind ja nicht neu. Das ist ja im Februar gab es den letzten IPCC-Bericht aus Ihrer Arbeitsgruppe, wo genau das drin stand. War es nicht laut genug? Ist die Dringlichkeit nicht zu erkennen? Der Effekt in der Politik liegt oft in der Wiederholung von diesen deutlichen Aussagen, wo die Handlungsnotwendigkeiten liegen, wo die Zeitnot besonders groß ist. Und wie gesagt, ich meine, mit dem ambitionierten Bemühen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu halten, ist verbunden die Aussicht, dass wir uns in vielen Bereichen werden anpassen können. Manches wird ungemütlich werden und manche Umstellungen werden ungemütlich werden, aber es ist eine positive Perspektive. Die schlechteste Perspektive ist, die so weiterzumachen wie bisher und nichts zu tun. Und nicht genug zu tun. Leider ist das hier nicht genug, ist ja letztendlich ein Charakteristikum unseres bisherigen Vorbilds. Sind Sie als Klimawissenschaftler irgendwann an einem Punkt, wo Sie sagen, ich bin jetzt ein bisschen frustriert oder enttäuscht? Ich sage mal, für die Umsetzung bin ich natürlich ungeduldig. Frustriert bin ich eigentlich nicht, denn ich denke, aus der Wissenschaft ist es gelungen, ein sehr klares Bild für die Zukunft und für die Notwendigkeiten zu entwickeln. Und wir sehen jetzt die Schwierigkeiten in der Umsetzung. Tatsächlich sind diese Schwierigkeiten auch mit wissenschaftlichen Fragen, gesellschaftswissenschaftlichen Fragen verbunden. Ich habe aus diesem Prozess selber so viel mitgenommen und so viel gelernt, dass das als Wissenschaftler zunächst einmal befriedigend ist. Natürlich möchte man aber dann auch, dass diese klaren Einsichten auch sich in der Politik niederschlagen. Wie kann das denn gelingen? Nun, wir werden nicht aufhören, die Botschaften in die Gesellschaft und in die Politik hineinzutragen. Wir werden vor allen Dingen das, was jetzt neu hinzugekommen ist an Erkenntnissen für die Lösungen, für die Lösungswege, für die Gesellschaft. Ich denke da zum Beispiel an unser Konzept der klimaresilienten Entwicklung, wo wir Minderung, Anpassung und nachhaltige Entwicklung zusammengeführt haben. Wir werden nicht aufhören, dieses in die Gesellschaft zu tragen. Und Politik sollte dieses aufnehmen und letztendlich auch in eine Bildungsinitiative umsetzen, mit der alle gesellschaftlichen Schichten in der Breite erreicht werden. In den Schulen muss dieses ein Leitthema werden. An den Universitäten muss dieses ein Leitthema werden. Wenn ich sage dieses, dann bedeutet das die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Schutz der Artenvielfalt und die Lösung der Klimaproblematik, denn all diese Dinge gehören zusammen und keines von diesen Dingen kann alleine für sich gelöst werden. Sie haben jetzt gerade den Bildungsbereich und den Fortbildungsbereich quasi auch angesprochen, Studien sozusagen, Schüler, alles. Aber was könnten Sie, wenn Sie jetzt einen Katalog aufstellen könnten an die Politik, was wäre denn jetzt als erstes für Sie an grundlegenden ersten Zielen jetzt sofort umsetzbar? Ja, diese Frage kommt sehr oft und diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, denn wir brauchen eine ganzheitliche Umstellung. Wir haben fünf Systemübergänge
definiert, die die Gesellschaft betreffen, die den Umgang mit den Ökosystemen betreffen, die Industrie betreffen, Infrastruktur betreffen. Und in all diesen Bereichen muss es Übergänge geben, die uns in Richtung Nachhaltigkeit führt. Und die Ressourcennutzung, die übermäßige Ressourcennutzung muss auf eine nachhaltige Ressourcennutzung umgestellt werden. All dies sind Monsteraufgaben für die nächsten Jahrzehnte. Und ich denke, ich habe den Bildungs- und Wissenschaftsbereich deswegen betont, weil dafür eine breite gesellschaftliche Willensbildung erforderlich ist, die auch die Politik erfasst und in der die Politik sich autorisiert fühlt, entsprechend auch vorzugehen. Das ist meiner Ansicht nach das ganzheitliche Bild. Natürlich gibt es kurzfristige Maßnahmen, die niedrig hängenden Früchte, die Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter sollte man ernten. Und man sollte auch aufhören, die Nutzung fossiler Energien zu subventionieren. Alle Subventionen sollten umgeleitet werden in Richtung Erneuerbare. All das ist leichter gesagt als getan, dessen bin ich mir bewusst. Aber nach wie vor, ich sage nochmal deutlich, es gibt für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft der Menschheit eigentlich keine Alternative dazu. Hans-Otto Pörtner, ich danke Ihnen sehr.